Ja, in dem Sinne auch schönen guten Abend nach YouTube. Freunde der Spiegeltour, wir haben Attila, laufen heute wieder. Wir sind immer noch Karl der Große, wir leben sogar noch. Es ist unglaublich. Wir werden aber zurzeit ziemlich von den Kroaten gefickt. Die werden aber von den Bayern gefickt. Und eigentlich fickt jeder jeden, außer ich und mein Bruder. Wir haben aufgehört damit, weil wir gedacht haben, das reicht doch lieber in Frieden zu nutzen lassen. Ach, wie soll man es erwähnen? Ich weiß es nicht. Ich muss diese Schlacht aber hier bei Savaria selbst schlagen, in der Hoffnung, dass ich gewinne. Obwohl es, Pi mal Daumen, würde ich sagen, 3000 Truppen sind von den Kroaten. Und das ist scheiße. Weil es wieder so eine Schlacht ist, wo man versuchen muss zu tricksen. Und da habe ich so gar keine Lust drauf. Obwohl... Unsere Stadt wurde vom Feind schlimm zerstört. Ja, alles ist gut. Aber eigentlich haben die eh keine Chance gegen mich. Weil das ja hier diese elendige Ecke... wo wir uns ja einfach einbunkern können. Zu euren Diensten. So, die Bogenschützen können sich aber hier hinstellen. Die Speere stelle ich hinter das Autium, Kolosseum, Marktplatz, wo einfach Gebäude im Kreis gebaut sind. Irgendwie sowas. So, die Reiter hier an die Ecke. Weil die müssen nachher versuchen, die Onager zum Beispiel auszuschalten. Es sind nicht nur drei Onager, es sind sechs. Doch, es sind sechs. Es sind sechs Verbände für Onager. Nämlich einmal in der Unterstützungsarmee. Wir haben den Feind gesichtet. Richtig, in der Allianz Arena. Wegen seinem Platz, wo ich auch schon mal war. So, wenn die hier langkommen, kann ich die ja erledigen. Es geht jetzt wirklich nur darum, Truppen auszuschalten. Deshalb habe ich schon ein bisschen beschleunigt. So, ihr könnt euch breit aufstellen. Ich muss jetzt leider ganz außen rumlaufen, weil da oben kommen Unterstützungstruppen. Da sehen wir nämlich schon Onager von ganz hinten. Unsere Truppen sind in einen Hinterhalt geraten. Hier bitte darüber schießen. Dann könnt ihr wenigstens ein paar Speere bzw. Plänkler erledigen. So. Hat er schon gedreht? Ne, jetzt dreht er. Dober Regen. Für den Ruhm Gottes. Für Gott im Himmel. Kavallerie vorrücken. Schön breit aufstellen. Ja, toll. Trifft trotzdem ein einzelnes Pferd, er könnte ich so kotzen manchmal. Unser General wird angegriffen. Beschützt sein Leben. Stellt euch hinten rein. Und macht sie eben platt. So, der da oben dreht sich leider gerade auch.
Toll, die machen nichts anderes als Sperre auf mich schmeißen. Und weiter. Wir müssen die Barrikade verteidigen. Große Waffen auf Ziele. Doppelte Geschwindigkeit. Bleibt stehen, Jungs. Haltet aus. Ach, Leute. Einfach rein da. Es kommen noch so viele Sperre, ey. Ist ja alles Blödsinn. Na, Hauptsache die Onager fallen. Prozent ist die Chance. Ich denke nicht. Wenn das deine Empfehlung ist, bist du ein nicht so guter Berater. Ich verliere gerade meinen Startpunkt. Die Männer haben die Flucht ergriffen. Mein Gott. Jetzt seid mal nicht so. Für den Ruhm Gottes. So, schleudert mal die Speere. Alles schön in den Rücken von denen. Ja, sind die Bogenschützen. Die sollten auch noch ein bisschen gegendrücken. Beweg dich mal ein bisschen. Schön, dass ihr euch immer so schnell wieder fangt. Und dann geht's nicht. Na komm. Unsere Männer haben sich versammelt. Eure Befehle? Kommt er denn so nicht? Ach Leute. Eine Einheit wurde vom Feind gänzlich zerstört. Oh, komm. Auf meinen Befehl. Rückzug. So eine Scheiße. Thank you.
Versuch dein Glück. Ja, immerhin. Unsere Männer zögern. Die Männer haben aufgegeben. Ja, das war's. Nur Feindgeneral getötet. Und das war's. Ich bin doch krankenversichert. Boah, ich muss noch ein bisschen wach werden. Ich weiß nicht, ich habe auch letzte Nacht wieder so scheiße gepennt. Was soll die Kacke? Und jetzt plündern die scheiß Armee wieder. Das scheiß Dorf. Ich habe heute auch wieder Sprachfehler, wie gestern. Wie immer, wenn ich wenig schlafe. Dann war ich auf und denke nur... Ja, ich glaube, keiner ist in Gottes Armee der Engel. Außer Cartman. Nein, außer hier. Der andere. Ja, komm. Fallt über mich her. Kenny. Richtig, Jordel. Kenny ist bei der Armee der Engel. Im Kampf gegen das Böse. Was ist das denn für ein Kampf? Und warum wurde mir nie gesagt, dass da eine Rebellenarmee ist mit... Aha! Die auch noch Pippin heißt. Alle Türme sind kaputt. Hier sind die Mauern schon angeschlagen mit 98%. Wir erwarten eure Befehle. Hänge dicht machen! Schilde hoch! Und einen Wall! Bogenschützen! So, die muss ich eh reinlassen. Da können wir eine Barrikade ruhig aufbauen. Was wäre denn noch unsere größte Bogenschütztruppe? Der Söldner hier. So, ihr könnt hier an das östliche Tor. Da müsst ihr nämlich auch rausgehen nachher. Da ist die eigentliche Garnison, wenn ich das richtig sehe. So, die Speerträger sollen nach da oben stehen, oder? Nee, komm, machen wir hier. Weil dann kann ich alles, was hier hochgelaufen kommt, wird sofort von denen zerfetzt. Mächtige Krieger Christi! Wir erwarten eure Befehle. Dann haben wir noch einen Reitertrupp. Und dann wäre es das erstmal gewesen. Mehr können wir leider nicht nutzen. Das kann nicht hier alles sein. Ich beschleunige mal ein bisschen.
Komm, da ist doch ein doofes Loch in der Mauer. Sind durchbrochen. So, sehr schwach Rüstung. Da können wir die normalen Pfeile ruhig lassen. Für den Ruhm Gottes. Wäre bereit. Doppelte Geschwindigkeit. Speerträger. Bogenschützen. Genau, schießt mal einfach in das Tor. Das Spiel heißt Total War Attila. Randa. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Kavallerie, vorrücken. Und eine Kavallerie geht von hinten daran. So, versucht so viel wie möglich noch abzuknallen. Der Himmel kann warten. Alle Reiter zu euren feindliche Einheiten. Ihr nehmt die Unaga, ihr die. Und ihr geht auf die ganz hinten. Und ihr versucht echt an die Bogenschützen ranzukommen. Aber wenn er wirklich versucht, mit dem General hier außen rum zu laufen, da kann er dir aber schon mal vorhin auch ein paar Speere in die Fresse. Der Feind zerstört eine unserer Barrikaden. Da kann er nämlich so viele Schilde hochheben, wie der will. Feindliche General ist tot. Der feindliche General ist gefallen. Scheiß überhebliches Völkchen. Die Männer haben aufgegeben und laufen um ihr Leben. Schaltet um auf Feuerpfeile. Geh du mal da rein. So, jetzt haben sie endlich mal ein paar Feuerpfeile geschickt. Aber ich glaube, die Moral ist immer noch ziemlich gut von denen. So, die Bogenschützen sind auch raus. Damit schießt mit normalen Pfeilen. Also mein Volk ist mir sehr treu. Ah, ich spüre langsam die Kraft des Imperators in mir. Ja, es wird Zeit.
Umlauf die Narren! Ihr taktisches Geschick ist das. Geschick ist das eines Bauernjungen. Rückzug! Schnell. Die Männer haben die Flucht ergriffen! So, und jetzt schön die Sperre in den Nacken rein. Ja, Kommandant. Doppelte Geschwindigkeit! Eine Einheit wurde vom Feind gänzlich zerstört. So. Dem halten die nicht lange stand. Eine Einheit ist die Munition ausgegangen und sie kann nicht mehr schießen. Halt! Zu Befehl. So, der macht Ärger von vorne. Und dann fliehen die nämlich jetzt. So, und ihr hier hinten, ihr macht mal Sandwich, rein da mit Nahkampf. Dann hauen die nämlich nicht ab. Ein paar können wir noch holen. Dum, dum, dum. Und weiter. Oh. Ich verliere Einheiten durch Kollateralschaden. Profinator, deine Einheiten wurden wahrscheinlich auf 56 limitiert, weil du die Einheitengröße in den Grafikeinstellungen verändert hast. Sieg! Für die Krone! Genau. Füllt eure Truppen ruhig auf. Kroaten belagern alles mögliche. Ressourcen Wein sind gefährdet. Ausländisches Eindringen. Herzogtum Burgund bei Straßburg. Ihr mögt mich zwar nicht, keine Zeit mit Scherzen und aber wir sind nicht im Krieg, meine Freunde vom Herzogtum Burgund. Ich muss mal ganz kurz mich umsehen. So, Karl hasst mich, ist klar. Sonst haben wir noch die Bereiche noch für uns. Wir haben wieder Frieden mit... Moment. Ja, Kroatien ist ein Riesenproblem. Aber da haben wir auch keine Truppen. Kommandant? Großer Marktplatz, Skriptorium. Dadurch werde ich noch schneller forschen können.
das Bauen des Ratssaals. Die dritte Schatzkammer. Mehr Geschwindigkeit im Gefecht. Das ist hier oben alles Belagerungswaffen. Fränkische schwere Seesoldaten. Macht mir jetzt auch nicht geiler. Und das können wir machen. 30% aus Kulturgebäude. Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine Armee ausgehoben haben. Ach, das sind die, die gerade die Schlacht geschlagen habt. Habt ihr gut gemacht, Leute. Kann man sich nicht beschweren. So, du hast doch ein Problem mit Integrität. Alle haben ein bisschen Integrität-Probleme. Wir hungern nach einer Schlacht. Bereit zum Kampf. Zu euren Diensten. Genau, schlag mal die Rebellen. Töte alle und dann wieder zurück nach Arles.